Herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2017 in der Koop-Karriere mit dem Mike. Hey Leute, ich bin gerade aufgestanden. Ja, muss, zu spät. Muss man mal erwähnen, ja. Ich habe 1,5 Stunden der Aufnahme verpennt. Okay, aber soweit so gut, es gibt keinen Regen, weder im Qualifying echt? Noch. Echt? Das klingt gut, ja. Im Rennen. So, dementsprechend habe ich auch die Strecke nicht Zeit gefahren, also Test gefahren, sagen wir es mal so. Ja, das ist halt blöd jetzt, aber ich fahre die Strecke quasi jetzt zum ersten Mal, das kriege ich schon hin, Leute. Du hast sie ja schon gefahren, ne? Also. Ich habe sie jetzt 2-3 Ründchen schon im Zeitfahren gefahren, genauso wie die nächste Strecke Belgien, die fahren wir auch gleich. Ja, schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Ist ganz okay, sagst du. Ich finde beide Strecken eigentlich ganz okay. Im Nachhinein muss ich ja sagen, bin ich wirklich Großbritannien-Fan geworden. Track ist eigentlich echt cool. Ja, könnt ihr letzte Folge euch mal anschauen. Ja. Unbedingt sowieso euch am besten, wenn ihr zwei Endgeräte habt, beide gleichzeitig angucken, dann könnt ihr beide Perspektiven sehen, ja. Ja, riecht zum bei mir, Alter. Der andere Kanal verlinkt. Ja. So, ich mache natürlich wieder meine Special-Taktik mit rechts Gas geben, links bremsen. Oh, shit. Ja, das kann ich aber irgendwie nicht. Ich finde das irgendwie doof. Eigentlich fahre ich mit meiner Taktik, dass ich recht früh rausfahre, eigentlich immer ganz gut. Junge. Wie einfach nicht vorbeifährt. So ein Scheiß. Also ich habe hier gerade absolut freie Bahn. Ich glaube ja, aber, das wird sich gleich ändern. Darf er nicht an mir vorbei oder was? Warum fährt er nicht an mir vorbei? Ja, dann nicht. Wieso willst du, dass er an dir vorbeifährt? Das ist doch richtig dumm. Ja, weil ich will ganz langsam fahren. Und er holt die ganze Zeit auf. Aber wieso willst du so unglaublich langsam fahren? Ich muss auch deswegen vor langsam fahren. Ja, weil vor mir einer war. Ich fahre eigentlich damit echt ganz gut, dass ich früh rauskomme. Aber jetzt waren einer vor mir und einer direkt hinter mir. Und jetzt bin ich so langsam gefahren, dass der vor mir weiter weg ist und der hinter mir direkt an meinem Arsch klebt. Ja, das ist ja nicht schlimm, den fährst du ja weg. Ja, das, ja, ich hoffe nur, ich wette gleich, wenn ich halt statt vor bin. Ja, aber ich bin weit genug weg. Okay, ich erst gezeigt. Oh, jetzt fahren ja, sie. Ja, ja, ich seh's. Nein, oh, ich will. Gott. Ja, okay, ich krieg sie noch. Ich krieg sie noch so. Wehrlein und so, Platz 20. Der immer Platz. Also weiter hinten ist, sagen okay, wir. Okay, Leute, das wird. Wird ein Spaß jetzt. Weißt du noch zufällig, welche Zeiten du gefahren bist? Nee, das weiß ich nicht. Schade. Oder weiß ich jetzt gar nicht, ob ich gut bin oder nicht. Du wirst schon gute Zeiten fahren, denke ich mal. Ich hoffe es, weil wie gesagt, die Strecke noch nie in meinem ganzen Leben gefahren. Ich mit Controller und jetzt ein paar Zeitrunden auch mit Lenkrad und Pedale. Also ich tatsächlich noch nie. Ich gucke auch kein Formel 1 privat, also ganz, ganz selten. Aber ich bin da eigentlich nicht so der Fan von. Ich finde es eher cool, jetzt selber zu fahren. Das macht echt Bock. Aber deswegen kenne ich die auch nicht vom Fernseher oder irgendwas. Von den Rennen in echt. Also ich gucke eigentlich fast jedes Rennen und gucke auch heute. Wir nehmen am Sonntag auf und ich gucke auch heute das Rennen wieder. Was kommt denn heute für ein Rennen? Oh, das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Irgendwas Komisches. Irgendwas Komisches? Ja. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. So, ich will auf jeden Fall meine Runden fahren. Das Benzin habe ich. Also gut war jetzt gerade noch nicht. Im Zeitfahren war ich deutlich besser. Im Zeitfahren hat man natürlich auch optimale Bedingungen die ganze Zeit. Und hier jetzt gerade ist es noch nicht so Shit, die Kurve war schlecht. Aber wie gesagt, das ist mein erstes Rennen heute. Och nö, jetzt habe ich hier einen. Ocon, verpiss dich, Ocon. Das ist ein Force India, ne? Alles klar, er rammt mich. Er fährt gerade aus der Box raus, ich fahre eine schnelle Runde und er rammt mich einfach. Ist er doof? Ja, ich kann das, Leute, ich kann das jetzt schon vergessen. Ich bin plus eine halbe Sekunde. Versuch's. Welche Runde hattest du aber? War eineinhalb Sekunde oder so langsamer als du. Und jetzt bin ich aber wieder im Plus. Ich war da scheinbar. Oh, okay. Das ist nicht gut. Ich brech ab. Also ich kann noch deutlich schneller fahren. Aber jetzt gerade nicht.
Ich habe halt Angst, ich weiß nicht, ob die Zeit gut ist. Und ich könnte es besser machen, wenn ich jetzt ein bisschen trainierter bin, deswegen fahre ich meine Runden noch fertig. Oh shit, meine paar Runden noch. Solange gerade keiner vor mir ist, und es ist keiner vor mir. Je früher ich an die Box gehe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal irgendwie eine Strafe bekomme. So wie sonst immer. Mir hat auch einer geschrieben, im Qualifying bremst sich zu früh bei Aserbaidschan oder nein. So. Eine Strafe? Nee, keine Strafe, aber die Boxeneinfahrt ist richtig kacke. Und du bist vorbeigefahren. Ja. Oh, scheiße. Ja, jemand hat geschrieben, ich würde auch beim Qualifying immer ein bisschen spät bremsen. Also Leute, die Zeiten reichen ja, damit ich Erste bin. Ich bin immer bisher... Mich hat ein NPC hinten gerammt und ich habe die Kontrolle verloren. Aber Hauptsache, du wirst nicht... auf Platz 20 geschoben oder so. Ey, weißt du, ich sag so, ja, je früher ich in die Box gehe, desto besser. Ja, ich gehe jetzt aber auch, die Runde war nicht geil. Direkt passiert sowas. Ich muss jetzt gucken, wo die Boxeneinfahrt ist, ich habe absolut keine Ahnung. Ja, hallo? Ah, hier einfach. Ah, okay. Ja, aber ich bin bisher immer Erster gewesen, also das, was ich im Qualifying mache, reicht für die Bots. Und wenn ich zum Beispiel Strecke wie gerade jetzt überhaupt nicht kenne, dann will ich da nicht so riskant reinfahren. Das ist so das, was, ja, ne? Warum ich halt eben bisschen früher bremse immer, Leute. So, ich roll rein und ich würde sagen, wir können jetzt wieder cutten. Raus. Ja. Bis gleich. Leute, Alter, was eine Strategie. Ich soll rot, gelb, rot fahren oder könnte rot, gelb, rot, rot fahren. Ja, genau, dieselben habe ich auch. Aber bin begeistert. Alter, mit drei Boxen ist es wirklich richtig langsam. Das, Alter, das ist, Junge, 10 Sekunden langsamer. Bin begeistert, echt. Nee, das mache ich schon mal nicht. Also es regnet nicht, ne? Nee, es regnet nicht, aber ich gebe mir 37 Runden Benzin mit. Ja, ich gebe mir immer ein bisschen mehr, ja. Würde ich auch machen. Kein Regen, perfekt. Rennen starten. Gott, ist das hässlich. Wieder erster Zeiter starten. Mike, letztes Mal keine Punkte bekommen. Ja, weil die Einführungsrunde, da habe ich Scheiße gebaut. Ich habe halt hier rechts und links ja, gemacht. Ja, stimmt, Leute. Ich habe rechts. Diesmal, so, Mike, wir müssen uns hier konzentrieren. Einführungsrunde ist auch wichtiger. Wichtig. Ich wusste nicht, dass sie so wichtig ist. Also so wichtig sein kann. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen rechts, links, so wie die das manchmal machen, so, ne? Und dann war ich auf einmal ein bisschen auf dem Gras, dann hat's mich gedreht und nochmal gedreht und dann waren meine Reifen komplett dreckig. Und als ob man dann so schlecht startet. Hätte ich niemals gedacht. Oh. Alter, was machst du denn da? Ich hab gerade mein Mikro ein bisschen zurückgezogen, weil er ist... Alter, ja, also ich bin so ein bisschen auf dem Rasen gekommen, das war richtig scheiße und so einfach auf dem Rasen. Ja, ich musste mein Mikro nochmal näher ziehen, weil ich hab... Das war ein bisschen weiter weg, dachte ich. Oder ist halt weiter weg gewesen. Übrigens, je weiter das Mikrofon weg ist, desto weniger hat man den Nahbesprechungseffekt, was tiefe Frequenzen hochhebt. Also soll ich wieder weiter weg? Nicht unbedingt, kommt drauf an, wie nah du am Mikrofon bist. Der Nahbesprechungseffekt okay, ist nur noch deutlich, wenn man so... Noch Stücken weg war. Okay, jetzt ist wieder so wie vorhin. 10 cm. Jetzt ist, ja, jetzt ist wieder wie vorhin. Aber ich halte mich nur auf der Strecke irgendwie. Also du bist auf jeden Fall laut genug, keine Ahnung. Ja, passt perfekt. Also du hast jetzt wieder komplett dreckige Reifen. Nein, habe ich nicht. Ist alles sauber. Oh Leute, ich habe so Angst. Bin gerade aufgestanden, jetzt muss ich hier sogar ein Rennen fahren. Nein, aber es ist alles so gewollt. Es war geplant eigentlich. Guck mal, wir sind so krass, wir starten sogar vor Startenziel. Also vor der Linie. Ja, habe ich gemerkt, ja. Wir sind einfach drüber gefahren. Hamilton auch noch. Die ersten drei starten vor der Dings. Wir sind vor die Cheater. Ja. Oh Mann, ich will nicht. Ich will halt, dass wir beide aufs Treppchen. Okay, ich bin wieder in. Und du bist wieder auf. Ja, aber komm. Du bist auf der Ideal. Boah, ich wollte gerade schon einfach Gas geben.
Mach keinen Quatsch jetzt. Nee. Oh mein Gott, ich habe einen schlechten Start. Ich sehe es im Spiegel so ein bisschen. Der Mitten ist an mir vorbei. Ah. Aber ich versuche ihn jetzt hier wieder zu überholen. Ich habe ihn. Nice. Okay, puh, ich schwitze jetzt schon. Obwohl jetzt ist es ist relativ früh, Leute. Also es ist. Ich bin extra ein Sport-T-Shirt angezogen. Es ist nicht so. Ich bin noch im Schlafanzug. Ist es dumm? Ja, ich war auf Facecam, Mann. Ja, ich nicht eben. Ja, aber auf jeden Fall ist es relativ früh, sagen wir es mal so. Und ja, dann ist es nicht ganz so warm, Leute. Ja, wir haben das perfekt getimed. Ja, wir hätten es noch besser eine timen Aufnahme können. Ja. Ups. Morgens eine Aufnahme und abends. Genau. Und es hat auch gestern schön geregnet. Und es war eine schöne Nacht, war es. Ja. Wir haben gestern auf unserer Terrasse was aufgebaut. So ein Dach, dass es da, also dass wir auf der Terrasse sitzen können, obwohl es regnet. Und also dann hat es während dem Aufbauen angefangen zu regnen. Oh Mann. Das war auch geil. Ich habe einen grünen Punkt auf meinem Bildschirm. What the fuck? Das hört sich ja klasse an. Alter, als ob wir jetzt hier als Erster und Zweiter die erste Runde überlebt ja, haben. Ja, die erste Runde eben. Also wir sind zwar Erster und Zweiter jetzt. Und Boah, ich bin ja mega auf Punkte aus, Mann, ey. Hier Zweiter geworden, letztes Rennen hier. Ab jetzt die Rückrunde, quasi mehr oder weniger die zweite Hälfte der Saison, ja. Lege ich richtig los. Ich hoffe es. Braucht halt so ein bisschen die Zeit, bis man sich ans Lenkrad gewöhnt, aber ich glaube, ich bin echt drin, so mehr oder weniger jetzt. Ja, wir müssen das einfach. Wir müssen uns wegfahren. Boah, lila Sektor. Wir müssen uns wegfahren von denen. Ja, lila Sektor, die dabei. Erste Runde war ja auch scheiße. Ja, halt klar, aber wenn ich den lila Sektor fahre, heißt es, dass ich doch trotzdem nochmal schneller war als du. Echt jetzt? Ja. Oh shit, Alter. Oh. Weil ich hatte ja auch lila, das meine ich eben. Aber dann ich hatte auch nochmal lila, das heißt, ich war nochmal schneller als du. Hast du wieder lila? Ja. What the fuck? Aber ist gut, ich finde das gut. Das werde ich aber, glaube ich, nicht lila haben, weil das war ganz schlecht von mir. Ja, das war echt schlecht von mir, scheiße. Das finde ich gut, echt. Weil du musst dich ja auch wegfahren. Ich bin ja schon ein Stücken weg. Hey, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. DRS aktiviert. Oh Leute, wenn das so bleiben könnte einfach. Ich stell mir das gerade vor, wie wir beide in Runde 35 immer noch so fahren. Das wäre doch ganz chillig. Nee, da werden wir wieder ganz viele Überrundungen bis dahin gehabt haben und Boxenstopp-Chaos. Ich hoffe es nicht. Ich verstehe nicht, warum muss man hier dreimal wechseln? Also zwei oder dreimal. Ja, naja, das ist halt abhängig vom Asphalt, ne? Immer bei den Strecken. Ja, so eine Kackstrecke, Alter. Das hier ist echt eine Kackstrecke, die ist auch, glaube ich, voll alt. Wir fährten. Und es ist Ungarn, Alter. Was soll das jetzt heißen? Guck dir. Naja, das ist nicht das wirtschaftlich krasseste Land, glaube ich. Ja, und außerdem weiß. Sieht man hier, die Strecke ist ja an manchen Stellen so sind da Flicken ja, und so. Ja. Also die richtig geile Strecke hier, auf der wir fahren. Stehen für Qualität auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Die Flicken. Ach Gott. Ja. Wie viel Abstand hast du zu Hamilton? Weiß ich, 3,3. Nice. Also ich bin ungefähr eine Sekunde schneller gerade als er. Ich will gleich mal gucken, wie es mit meinen Reifen ausschaut. Okay, so sieht es mit meinen jetzigen Reifen aus. Und wann soll ich angeblich an die Box? Runde 9 bis 14 ist mein Boxenstoppfenster. Ja, meins dann wahrscheinlich auch.
Mann, ey, mit Gelb hier zu fahren, da habe ich auch Bock drauf. Also es geht, Gelb ist ja nicht so schlecht, aber ich finde sie trotzdem nicht geil. Ja, ich glaube, das, also Weiß will ich auf jeden Fall nicht fahren. Auf ja, Weiß ist halt absoluter Tod. Aber Gelb kann man schon scheiße mitfahren, aber kann man auch gut mitfahren. Hast du ja bewiesen. Halt so, ja, das auf jeden Fall. Aber Österreich ist halt auch eine geile Strecke. Aber das ist halt so echt eine anspruchsvolle Strecke in Sachen halt so, also weil du hast halt so schnellere Kurven halt einfach auch. Ja. Ne? Kann man Fehler machen. Also ich finde halt so Kurven, wo man so richtig stark runterbremsen muss und dann wieder quasi fast komplett neu beschleunigen, die finde ich halt viel angenehmer. Als halt so Kurven, wo man halt so nicht komplett runterbremsen muss, sondern irgendwie so in der Kurve zwischendurch mal aufs Gas und dann irgendwie gucken, wie doll man drauf treten darf und so weiter. Das finde ich viel anstrengender. Ja, ich rutsch auch ab und zu gerade, merke ich. Das ist ja, ganz, ich auch. Kritisch, ich habe Angst. Aber du bist sauschnell. Ja, ich merke schon, aber trotzdem, wenn ich irgendwas, es kann trotzdem ein Fehler passieren. Ich könnte ja hier fast sogar einen Boxenstopp rausfahren. Ja. Das ist crazy. Muss man den Schwierigkeitsgrad vielleicht doch nochmal ein bisschen hochstellen. Aber zu den NPCs kannst du auf jeden Fall einen Boxenstopp rausfahren. Zumindest, also im ersten Stint direkt. Zu mir dann natürlich später auch. Das ist verrückt. Das ist gut unterwegs. Ah, das ist doch mal schön, das könnte ja mal vielleicht ja was werden hier. Ja, ich hoffe es echt. Also ich habe 26, 22, 22, 18. Wie gesagt, bei der Boxeneinfahrt, dann, ich meine, du bist ja auch gut vorne, lieber ein bisschen langsamer. Ja. Das ist echt crazy. Die ist aber auch so, da kannst du halt einfach echt vorbeirauschen. Ja, oder irgendwie... In die Mauer. Oh. Warte, ach nee, hä? Ja, genau, oder in die Mauer, genau, ja. Das ist halt echt, da kannst du den Reifen verlieren. Oh, das wäre so scheiße, wenn wir durch diese Scheißboxeneinfahrt einfach weg sind. Ah, das wird nicht passieren. Das wird ein Doppelsieg hier. Also ich gehe aber relativ früh, denke ich. 9 bis 14, ich gehe schon so 10 oder so. Weil ja, irgendwie habe ich Angst um meine Reifen. Die haben noch gar nicht viel, aber fährt sich halt wahrscheinlich auch schnell ab und ich rutsch halt und ich fahre schlechtere Zeiten. Dadurch. Ja, ich rutsch auch. Ich werde auch am Anfang vom Boxenstoppfenster gehen. Aber wenn wir Probleme haben, haben das die NPCs bestimmt auch. Die sind mit Sicherheit jetzt nicht so, dass die... Also hoffe ich zumindest. Ja, weiß man nicht, ne? Nee, weiß man nicht. Weiß man echt nicht. Bekommen die ganze Zeit Abstände von dir zu Hamilton, aber ich bekomme keine Abstände von mir zu Hamilton. Ich will meine Abstände sehen, nicht deine. Fuck, Mann, was soll das? Aber ich sehe es ja auf der Karte und ich bin echt gut weit weg. Ja, dann müsstest du mit der Box sprechen, ne? Ja, das wäre mal was Schönes. Du hast aber einen guten Abstand. Du hast ungefähr 12 Sekunden Abstand. 11, 12, sowas ungefähr. Also ich habe ja zu dir. Ja, eben. Und ich habe 24 zu Hamilton. Also das ist 12 ungefähr, 11, fuck, 12. Das zeigt es mir anders an. Ich check hier gar nichts mehr. Ja, vielleicht zeigst du es richtig an und du denkst, es ist mein Abstand. Ja, offensichtlich. Weil dann habe ich jetzt gerade 13 Sekunden. Ja, ich dachte ja, die ganze ja. Zeit, das wäre dein Ab. Weil nee, ich habe jetzt, glaube ich, 26 auf Hamilton. Und 13 auf dich. Das ist genau die Hälfte. Ja. Verrückt. Das ist echt verrückt.
Aber das heißt, dass ich ja auch schon, ich meine, ich weiß nicht, wie lange die Box, ein Boxstopp hier dauert, aber... Ja, dauert schon ein bisschen. Also, boah, aber das sind ja 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 Autos sind direkt hinter Hamilton. Du hättest hier. Es noch nicht also, ganz, also wenn du noch, du musst doch noch ein bisschen fahren. Also bei mir steht, oh, ich wäre fast rausgefahren. Scheiße, das war ultra knapp gerade. Bei mir steht, wenn ich jetzt an die Box bin, ich Zweiter. Und ich bin ja genauso viel entfernt zu dir, wie du zu Hamilton. Also wärst du hinter ihm. Oder wie gesagt, wenn ja, da noch mehr sind. Sind irgendwie 4 oder 5 Autos direkt hintereinander. Ich habe das Gefühl, Hamilton hält die gerade ein bisschen auf. So dicht wie die anderen. Ja, ist ohne Scheiß. Ich glaube, also so dicht wie die hintereinander sind. Läuft. Vielleicht, wenn dann Hamilton an die Box geht oder so, wird er überholt. Also wirklich richtig. Weil die dann nicht mehr blockieren kann. Es sieht, auf der Karte sieht es echt so aus. 16 Sekunden habe ich jetzt. Die sind langsam da ja. Jetzt plötzlich. Irgendwie schon. Aber ich habe da nichts gegen, also ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Die scheinen sich da hinten irgendwie wenn gut zu betteln. Wenn wir da jetzt aufholen. Ich habe vorne links schon 42%. Das ist immer bei mir vorne links, Alter. Bei mir ist immer irgendwie hinten, glaube ich. Ich guck mal, was ich habe. Hinten ist bei mir immer richtig gut. Hinten links 37, vorne links 31. Hinten rechts 32 und 25 vorne rechts. Vorne rechts bei mir ultra weniger. Mir vorne rechts 35, hinten links 29, hinten rechts 26, aber vorne links 42. Also meine Hinterreifen sind immer richtig gut und vorne rechts geht immer so. Und hinten vorne links ist immer kaputt. Also bei mir ist anscheinend hinten links immer kaputt. Oder halt am schlimmsten, sagen wir mal so. Fährst du jetzt an die Box? Weil, wie gesagt, das für. Also ich fahre nächste Runde. Dann kannst du entweder nach mir oder jetzt vor mir. Ich glaube, ich fahre nach dir. Du bist weit genug weg von mir. Das müsste. Wir müssten die wieder fit sein für mich. Was? Ach so, dass du in der gleichen Runde wie ich? Ja. Als ob. Oh. Willst du das echt riskieren? Nee, ich war jetzt an die Box. Oh nein, was hast du gemacht? Bock hat schon. Leider abgeflogen. Aber zweiter. Oh, das Anfahren ist ja immer so bescheuert. Okay, dann. Will keine Strategie ändern, ich fahre jetzt regelkonform an die Box. Blöde. Oh, der ist direkt hinter dir, Hamilton. Fuck. Aber kein Problem. Wir sind im Boxenstoppfenster, das ist das Gute. Also du hättest so oder so an die Box gemusst. Hast natürlich durch den kleinen Unfall, sagen wir mal. Immer einen Abstand halt jetzt verloren. Zeit verloren, aber ja. Bist du an der Box, ne? Ja. Bin an der Box. Hier, Ah, scheiße. Das hat vor allen Dingen wieder das Anfahren hat halt wieder gekostet. Aber ich sehe, dass Ricardo auf 3 ist, also Bottas. Nicht. Das war der Reifen vorne links, der war halt wirklich so kaputt, dass ich da richtig krass mit ins Rutschen gekommen bin. Fuck. Bei mir wird die Box immer noch als rot angezeigt. Wo bist du? Ich fahr grad raus. Ich hoffe, dass ich jetzt kann. Sieht nicht so aus. Doch, doch. Also sie wird rot angezeigt, das will ich nicht riskieren, dass ich dann da auf einmal stehe und die nicht bereit sind. Was heißt denn, wird jetzt rot wird angezeigt? Angezeigt. Ja, unten steht doch Box. Wenn die rot ist, dann sind die gerade belegt, beschäftigt, was auch immer. So, ganz langsam in die Box. Wo steht Box? Da rechts, ja. bei Ben, also... Ah, jo. Da ist stimmt. Jetzt ein roter Balken bei dir jetzt wahrscheinlich. Ja, weil ich jetzt gerade drin bin. Heißt, sie sind belegt und wenn es grün ist, dann geht's. Krass, ich glaube, ich war wirklich der Erste, der in die Box gefahren ist. Du hast ja auch gelb, ne? Ich hab... Alter, gelbe Reifen sind kacke. Ach. Ich bin gerade ein Mega gerutscht. Ja, muss man erstmal einfahren und so. Hätte mal am Anfang mit Rot hätte ich fett fahren müssen, glaube ich, um mein Auto ein bisschen leichter zu machen. Ich würde echt nur Ende fahren. Hätte man machen können, aber es... Hätte ich einen größeren Abstand und so gefahren. Okay, ich bin immer noch erst, obwohl ich an der Box gerade war. Na gut, das war ja okay, war ja wahrscheinlich vorhersehbar eigentlich, ja.
Hamilton war in der Box. Hamilton hat gelbe Reifen. Ja, und jetzt ist er auf Platz 4 gerutscht. Ocon ist Dritter. Wo bist du eigentlich? Platz 17. Was? So weit? Ja, ich werde mega aufgehalten. Ich bin halt ultra weit hinten rausgekommen nach dem Boxstopp, weil ich bin halt als dritter Platz an die Box gegangen. Und ja, die anderen waren alle. Das hätte ich aber nicht gedacht, also, dass du so weit nach hinten, krass. Sorry, also ich bin, wie gesagt, ich bin als dritter eigentlich an die Box gegangen, aber das ist halt echt, also ich habe halt gefühlt so 10 Autos direkt vor mir. Das ist halt wirklich so ein paar Sekunden früher an die Box und ich wäre jetzt ganz vorne, ja. Shit. Naja, kein Problem, die Strecke, wir fahren besser als die Bots definitiv und du kommst auf jeden Fall wieder. Naja, ich bin jetzt schon wieder 12. Aber nur langsam überholen, das ist die Hauptsache, weil wir dürfen das nicht verbauen. Naja. Das wäre wieder Latchalage. Aber so wie jedes Rennen, irgendwas passiert immer. Irgendwas passiert immer, das stimmt. Aber ich fahre vorsichtig. Ich lege mir Magnussen zurecht und überhole ihn gleich mit DRS auf Startziel. Alter, ist er langsam. Jung. Ah, er fährt an die... Er gibt mir DRS und fährt an die Box. Sehr, sehr guter Junge. Ich fahre auch gerade wieder Sektor gefahren mit gelben Reifen, Alter. Hülkenberg auf 3, Ricardo auf 2. Also von der Mercedes bisher nichts zu sehen, zum Glück. Bottas ist auf Platz 7. Oh, ich weiß auch nicht, ob der schon an der Box der gelb. War. Er muss gelb haben, sonst war er nicht an der Box. Egal was für eine Strategie. Glaub, er hat gelb, ja. Wird er doch links angezeigt. Nee, ich hab noch ein Auto vor mir. Ach so, ja, okay, dann war's nur. Mit gelben Reifen gerade ein neues Schnellste. Zwar nicht viel schneller, aber heißt, die gelben Reifen sind gar nicht so kacke gerade. Danach wieder auf Rot, das ist auch gut. Immer noch so ein paar Penner vor mir, die noch nicht an der Box waren, ey. Die nerven am meisten. Alter Perez. Wo ist der Perez? Platz 10. Ist auch ein Force India, den kannst du... Du bist, glaube ich, an dem vorbeigezogen. Aber ja, ich kannst bin vor du Perez. Noch, kannst du noch Abstand gewinnen. Ocon hey, ist da noch. Wann will Van Dorn mal an die Box fahren? Hamilton ist der jetzt immer noch Gitter. Rote Reifen. Doch. Blockiert mich so hart. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, die 3-Boxen Stop-Strategie war auch rot, gelb, rot, rot. Also ja. Man hat als zweites immer gelb, also egal was eine Strategie, alle müssten jetzt gelb haben. Ricardo hat aber auch nur rot gerade noch. Oder fährt wieder einer an die Box, sehe ich. Wer bist du? Also eigentlich müssten alle spätestens Runde 14 an die Box. Ja, jetzt ist Runde 14 bei mir. Ja, genau. Ich komme jetzt auch an die Überrunde ran. Aber 35 Runden ist schon... Auf der Strecke? Weil sie ist gar nicht so kurz, finde ich. Verstehe ja. Das eigentlich nicht. Ist schon heavy. Das ist auf jeden Fall eine heftige Strecke, ja, sehe ich auch so. Oh, Ricardo hat auf Weiß gewechselt. Was? Das war doch nicht mal Strategie, was hat der denn gemacht? Das hört sich danach an, als würde der durchfahren. Ja, hört sich echt danach an. Also Red Bull ist jetzt auf Platz 3 mit Ricardo und hat Weiß. Hamilton ist jetzt wieder Zweiter, aber... Ach so, ja, stimmt. Ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Hamilton? Ja, fuck. Ja, er war gerade Dritter, aber Ricardo ist in die Box, ist immer noch Dritter
und hat jetzt eben weiß. Also wenn er durchfährt, uiuiui. So, ich habe gerade Platz 19 überrundet und Platz 18 direkt vor mir. Und einer ist an der Box. Jo, verstehe war nicht, einer. Warum... Also klar, das Überholen hat mich echt gekostet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so viel Abstand, als hätte ich zwei Boxenstopps gemacht. Dabei bin ich halt wirklich parallel, Hamilton ist an mir vorbeigefahren, dann bin ich gerade an die Box. Müsste eigentlich nach dem Boxenstopp gleich auch wieder mit ihm sein, aber die sind so weit... Ja, also das irgendwie ist ja krass was verloren gegangen. Ich meine, klar, mein Frontflügel wurde gewechselt und so, aber... Stimmt, das ist eigentlich komisch, weil du warst ja direkt vor ihm. Nach dem Drehen. Oder direkt hinter ihm, keine Ahnung. Hm. Aber ich habe auch Ultra-Abstand zu Hamilton. Ich hatte halt verdammt viel Pech, dass ich da echt scheiße rausgekommen bin aus der Box. Oh, da hätte ich mich auch wieder fast aufs Maul gelegt. Das kann bei einer Strecke echt schnell passieren. Aber ich bremse gerade ganz gut, also auch so, wenn ich merke, ich komme ultra ins Rutschen, dann bremse ich nicht zu hart, dass ich mich irgendwie echt komplett wegdrehe. Ja, das war mein Fehler. Oder, also ich bremse echt irgendwie perfekt, dass ich mein Auto wieder unter Kontrolle kriege. Also ist jetzt mein Empfinden so. Es geht natürlich noch immer geht's besser, aber ja, ist ganz geil bisher.